Biro-Gast. Dieser Mann hat seit einer langen Zeit keine Katzen mehr, aber die Haare sind noch da und trägt vorbildlich Merch. Katzen sind tot. Hey, Maurice, gib mal lieber ein Statement dazu. Ja, wenn ich den Tag heute überstehe. Mensch, wenn du mich nicht so nah filmen würdest, dann kann ich das Statement. Moment, ich mach einen Weitwinkel rein. Nein, wir machen jetzt auf die Bunte Republik Neustadt. Die Bunte Republik. Bist du der Veranstalter? Naja, sind meine Nasenhöhlen weiß? Mensch, Enrico, bist du motiviert? Naja. Erst wenn der Fanclub da ist. Hey, von wem sind die Fan? Na, von diesem Mann, der soll endlich mal die Trainingstipps rausbringen, verdammt die Scheiße. Mach dich gerade! Danke an Prosche vor. Die Zeit ist vorbei, der bei Nuri hat gesagt. Die Zeit ist vorbei, jetzt müssen die Trainingstipps ran. Erzähl doch mal was über die Bunte Republik. Jawohl. Danke übrigens für den Hush Brownie in Fotzeko. Ja. Erzähl doch mal was. Ich hab sehr Angst, das zu essen. Na los jetzt. Junge. Mmh. Das schmeckt. Sehr schön. Danke Hector für diese Mahlzeit. Ich nenne das Ganze mal hier Brot von die Welt. Ja, ich gebe euch mal was zurück. Bitte, lass dich lecken, mein Schatz. Enzian, erzähl mal was über die Weintrauben, bitte. Nenn mich ruhig Enrico. Was? Die Weintrauben, die sind mies gehandelt worden. Deswegen schmeiß ich sie jetzt auf den Boden. Nee, nee. Warum? Achso, ja, okay. Wie bitte? Und nicht vor dem Geschäft. Erzähl mal was über die Weintrauben, bitte. Ja, die sind nie gewaschen und viel zu warm. Aber... Naja. Kauf mehr Merch! Na Enrico, wie läuft's? Ready, got it, ready, go. Ich verzocke das Geld vom Barkeep her. Denn er hinterzieht seine Steuern. Deswegen verzocke ich sein Geld. Denn er hinterzieht seine Steuern. Denn er ist... Nein, Rico! Junge, der Barkeeper hat dann hier sein ganzes Geld verspielt. Nice! Oh Mann! Kauft mir Merch! Kauft mir Merch! Steuern, der Barkeeper hinterzieht seine Steuern. Der Barkeeper wartet auf den Vollbild, um die Steuern zu entgehen. So, der erste Teil des Tages ist vorbei. Hat sich auf jeden Fall gelohnt, diese Festivalität zu unterwandern. Und jetzt wird Fortnite gespielt bis tief in die Nacht. Und ja. Und dann geht's wieder feiern. Oh, lecker, 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 lecker. Nudeln mit Braten. Mit ist das mit Jagdwurst, genau. Von der Mutti. Oh, das wird lecker schmecken, du. So, es ist sogar nach Mitternacht. Ja. Alter, Enrico, wo hast du denn das schicke T-Shirt her? Oh, Junge, das habe ich aus dem Adler, so ein Merch. Was ich eigentlich als nächstes oder überhaupt fragen wollte, was machen wir denn Schönes? Na...
Ja, wir treffen uns dann mit dem Fanclub und dann gehen wir ins Sektor. Hi Enrico, wie ist es so? Hi, jawohl. Sektor? Jawohl, Statement? Was kostet das? Ja, Thymian. Enrico, gib mal bitte noch ein ausführliches Statement zum Abend. Warum? Na Junge, der Henne, der ist ein cooler Mann. Der gesamte Fanclub ist wirklich sehr ehrenwert. Das Ott des Magellans war köstlich. Hat mies geballert. Das, wie heißt er? Magellan. Junge, Uhr 444. Magellan. Ich dachte immer Magdalan. Junge, füll mal diese abgefuckten Striche auf der Gleise. Ja. Die würde ich gern mal. Nee, das darf ich jetzt nicht sagen. Ich darf. Da hört es, da kommen wir gerade her, der Verschänder filmt mit Licht. Ja. Obwohl die Sonne aufgegangen ist. Enrico. Ja. Sag dir mal was. Na. Der Felix Krull kommt bald ins Hotel. So, und damit verabschiede ich mich. Bist du stolz auf deinen Mann? Ja. Wie bitte? Nein. Das ist ein schöner Abendabschluss.